Ja, herzlichen Dank für die Einladung und ich hoffe, ihr seid noch nicht so müde jetzt von den vielen Vorträgen, weil es jetzt schon Abend ist. Genau, ich ja, möchte anfangen mit dem Bild des Feuers, weil Feuer seit jeher so ein Symbol ist für die gewaltige Brennkraft von Sexualität. Also Leidenschaft ist ein verzehrendes Feuer, sodass auch viele Wasser sie nicht auslöschen können, heißt es schon bei Salomo. Und das geht bis in die Popkultur oder in die moderne Musik hinein. Feuer als Symbol für eine brennende Leidenschaft. Und damals sagte Salomo, wer meint, er könne solche Liebe kaufen, der ist ein Narr, er hat sie nie gekannt. Also uraltes Problem, diese Liebe kaufen zu wollen, das ist die Grundlage von Pornografie. Und die uralte Frage, er hat sie nie gekannt, was verstehen wir eigentlich unter Sexualität? Und das ist keine akademische Frage, denn davon hängen ganz persönliche Schicksale ab. Feuer kann wirklich ein Stück Himmel auf Erden sein, aber auch der Weg durch die Hölle. Sexualität kann beglückend, erfüllend, verbindend, genossen werden oder entwürdigend, zerstörend, trennend. Und natürlich auch ganz vieles dazwischen. Und ich erlebe beide Extreme, Glück und Trauma. Und begleite seit 25 Jahren Menschen, die sexuell traumatisiert wurden und für die wirklich Sex zur Hölle wurde. Durch jahrelangen sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung, durch Prostitution, durch rituelle Gewalt und steil ansteigend auch durch die Folgen von Pornografiekonsum. Und sexuell traumatisierte Frauen malen, wenn ich sie bitte, ihren inneren Garten zu malen, manchmal fließende verbrannte Erde, über die so ein Feuersturm hinweggegangen ist, wo ganz viel zerstört wurde und sie dann anfangen, eigene Verteidigungsmauern zu bauen. Aber wie gesagt, Sexualität kann auch das Gegenteil sein. Beglückend, berauschende Gefühle, verbindend. Nee, was macht den Unterschied aus? Und ein Satz von Ludwig Byrne begleitet mich in dieser Frage. Große Leidenschaften sind wie Naturkräfte. Ob sie nutzen oder schaden, hängt nur von der Richtung ab, die sie nehmen. Und das soll uns beschäftigen, welche Richtung nehmen sie? Und das Wort Richtung ist auch gleichbedeutend etymologisch mit dem Wort Sinn. Also wir werden uns zwei heute Richtungen, zwei Sinngebungen anschauen, die ein bisschen was darüber sagen, was eigentlich den Unterschied ausmacht und welche Wertehierarchien hier eine Rolle spielen in einer Befürwortung auch von Pornografie, Prostitution oder in der Schutzbedürftigkeit von Kindern. Und mit diesem Bild des Feuers arbeiten wir auch in der Prävention mit Verlauf, wenn wir in Schulen gehen unter anderem. Und wenn die Schülerinnen und Schüler die Eigenschaften des Feuers herausarbeiten, also Energie, Wärme, Lichtquelle, schön, geheimnisvoll, heiß, auch lebensnotwendig, so wie Sexualität auch. Aber Feuer kann auch was anderes sein, kann auch Flächenbrand sein, kann sich einfach nehmen, gierig, was es kriegt und achtet nicht drauf, brauche ich noch dieses Haus oder diesen Baum, sondern nimmt sich gierig einfach alles, was es kriegen kann, so wie Sexualität auch, die sich Kinder oder Sexsklaven oder alles Mögliche nimmt, um sich zu befriedigen. Ja, was ist der Unterschied? Und ein Unterschied, die die Schülerinnen und Schüler dann rausarbeiten, ist einfach dieses, es braucht einen guten Ort, es braucht gute Grenzen und einen geeigneten Ort fürs Feuer, ob jetzt ein Kamin oder Ofen oder ein Lagerfeuer, an dem man sich wärmen kann, damit es nicht völlig außer Kontrolle gerät. Ja, und so hat eben auch Feuer eine gewaltige Kraft und ist nichts zum Spielen, ist eigentlich nichts für Kinder. Man gibt nicht Kinder einfach Feuer in die Hand, sondern man muss erst die Bedeutung und die Brennkraft von Feuer auch verstehen, um richtig damit umgehen zu können. Und wir haben bei Return seit ja, 13 Jahren jetzt immer wieder mit den Folgen von Pornografie zu tun, aber sehr stark zunehmend, jetzt gerade auch unter Lockdown-Bedingungen nochmal sehr extrem zunehmend. Wir beraten und begleiten Männer und Frauen, die in der Sucht gefangen sind oder deren Angehörige, aber eben auch in der Prävention Schüler, die dankbar sind, dass endlich jemand mit ihnen über dieses Thema redet, über das, was sie im Kopf sowieso alleine schon beschäftigt. Und es melden sich immer Jüngere inzwischen auch. Vorher hat man überwiegend so ja, 40, 50-Jährige, die meistens mit 14, 15 angefangen haben, Pornos zu gucken und Sucht entwickelt haben. Inzwischen melden sich immer mehr auch junge Schüler, Studenten, wie dieser hier zum Beispiel mit seiner Anfrage an Return. Und es melden sich Schulsozialarbeiterinnen, die sagen, Mensch, viele Mädchen, die merken gar nicht mehr, wenn sie sexuelle Grenzverletzungen erleben, weil sie denken, das
ist doch normal, auch damals gezwungen zu werden, weil das ist doch in Pornos auch so. Oder Mädchen, die sich mit Pornos vorbereiten auf den Sex, um zu wissen, was erwartet wird. Und die sagen, es ist zwar eklig und demütigend, aber ja, sonst kriege ich ja keinen ab, das ist doch normal. Und es melden sich immer wieder Lehrer oder auch Eltern, wo dann aufgeflogen ist, dass der 9-, 10- oder 11-Jährige auf harte Pornos gestoßen ist und oft dann irgendwie nicht mehr erreichbar ist, irgendwie so komisch, irgendwie nicht mehr richtig wie da wirkt, aber nichts sagt und dann irgendwann rauskommt, dass dann oft ganz viel Pornos schon geschaut wurden. Und in letzter Zeit melden sich immer wieder Eltern oder Lehrer, wo bei Mädchen aufgeflogen ist, dass sie dann halt über Cybergrooming mit Männern chatten, Nacktfotos schicken, sozusagen freiwillig, aber mit einer Geschichte von Pornokonsum im Vorfeld. Ist das ein Einzelfall? Sind das Einzelfälle? Offenbar nicht. Wenn man sich die Zahlen anguckt, hier von der WDR-Quark-Studie, schauen 21% schon täglich von den 14- bis 17-jährigen Jungs und 50% zusätzlich mehrmals wöchentlich. Also 71%, die sehr, sehr häufig schauen, bei den Mädchen etwas weniger, die ziehen aber nach. Und das macht schon mal eine Sache deutlich, es gibt gar nicht so viele, die einfach nur ganz selten konsumieren. So, sondern es ist, kommen wir gleich drauf, nochmal ein richtig starkes Suchtmittel auch. Und unten mehr als 50% der 11- bis 13-Jährigen haben schon Pornos gesehen. Und interessant ist, dass die meisten sich wünschen, dass solche Inhalte für sie nicht zugänglich wären und da nicht drauf stoßen würden. Die meisten Eltern denken aber, ihre Kinder hätten das noch nie gesehen. Ja, das Verrückte ist, dass es eigentlich einen Kinder-Jugendschutz- und Strafgesetze gibt, nach denen man eigentlich Personen unter 18 Jahren das weder überlassen noch zugänglich machen dürfte und nicht an einem zugänglichen Ort ihn ermöglichen dürfte. Das heißt, das ganze Problem jetzt mit Homeschooling, Distanzunterricht, wo das nochmal massiv zugenommen hat, der Pornokonsum, aber gewöhnlich ohne pädagogische und technische Schutzkonzepte, die Kinder dann vor dem Zugriff auf diese Seiten schützen würden. Und Klaus Beyer aus der Charité Berlin hat schon vor Jahren gesagt, das ist ein großer, unethischer Menschenversuch und mir ist völlig rätselhaft, warum der so ungehindert ablaufen kann. Und darum soll es heute gehen. Zum einen, was ist eigentlich dieser große, unethische Menschenversuch? Was passiert da? Und zum anderen, warum kann der so ungehindert ablaufen? Ist das Zufall? Hat das System? Womit hängt das zusammen? Diese zwei Fragen werden wir uns vor allem stellen. Ja, jetzt denken zunächst mal viele, es gibt die saubere Mainstream-Pornografie, so irgendwie Nacktbilder oder sowas. Und drumherum gibt es so die seltene, drastische Spartenpornografie, Folter und Kinderpornografie, Teens, Cybergrooming und Sexting so noch am Rande und die ganzen Revenge-Porn. In Wirklichkeit besteht die Mainstream-Pornografie zum ganz großen Teil aus harter, gewalttätiger Pornografie, weil es da mit den Jahren eine Steigerung gegeben hat. Hier so ein Beispiel, eine Inhaltsanalyse, eine Studie von 300 Szenen, wo etwa die Hälfte zeigen verbale Aggression, also Entwürdigung von Frauen, und 88%, das sind also die beliebtesten, bestverkäuflichsten Pornofilme gewesen, die absolut Mainstream sind, wirklich. Die körperliche Gewalt, Misshandlungen und Demütigungen von fast ausschließlich Frauen zeigen. Und interessant ist, dass die Genderbeauftragten und all die vielen, die für Vielfalt und gegen Diskriminierung sind, dass es keinen Aufschrei, keine Empörung, eigentlich nichts gibt, sondern das sind eigentlich diejenigen, die geschimpft werden, als wie, sagte von jemand, der diese Kinderschutzleute, die irgendwelchen konservativen Werten nachhängen. Also hier gibt es bisher kaum einen Aufschrei, auch nicht von denen, die für Gendergerechtigkeit eintreten. Also es sind die Praktiken der bestverkäuflichsten, gefragtesten Inhalte, vieles mit Gewalt, die Spuren hinterlässt, die demütigend, die entwürdigend ist und wo vieles davon auch nicht so freiwillig passiert. Das andere ist das Thema Sucht. Sich ein Porno reinzuziehen, der völlig kostenlos zur Verfügung ist, millionenfach im Internet mit einem einzigen Klick, bedeutet für viele Kinder, dass sie sich einen Adrenalin-Kick, einen Dopamin-Kick
in der Partyzone des Gehirns in einer Einfachheit einfach holen können, einfach zu Hause während der Schulzeit am heimischen Computer, am Handy. Das heißt, es ist einfach völlig frei verfügbar und man kann sich einen ganz schnellen Kick holen, was natürlich besonders in Zeiten wie jetzt im Lockdown mit Einsamkeit, Frust und Langeweile kann man super damit betäuben. Hat man eine Art Selbstmedikation, dass man sich jederzeit einfach holen kann. Und das Ding mit diesem Feuerwerk ist, dass man natürlich das gleichzeitig auf einem schönen, glatten Smartphone ist, ohne Widerstände, ohne Schmerz. Das heißt, man spürt natürlich nicht, was auf der anderen Seite des Bildschirms wirklich passiert. Und vor etwa 2 Jahren ging durch die Presse, dass die große Zunahme von Kinderpornos, die von Jugendlichen und Kindern verschickt wird und mit lachenden Emojis und Witzen drunter und Musik untermalt. Ja, sie spüren nicht, was auf der anderen Seite passiert. Hier ein paar Zitate von freiwilligen Pornostars, die freiwillig eingestiegen sind, aber eben auch über die brutale Gewalt, die Entwürdigung berichten. Und Kinder können es nicht spüren, was auf der anderen Seite des Bildschirms passiert, weil sie eben dieses Feuerwerk mal eben zünden können, weil sie diesen Kick, den Adrenalinkick natürlich ganz stark spüren und nicht das andere. Und gleichzeitig, weil es ein hochpotentes Suchtmittel ist, also man vergleicht es, Suchtforscher sagen es etwa wie Crack-Kokain, weil es so intensiven Kick gibt, so eine starke Belohnung und sofort intensiv verfügbar ist. Ein starkes Suchtmittel braucht mit der Zeit die Steigerung. Und die Steigerung liegt vor allem in härterer Pornografie, aber auch in mehr und in interaktiverer, aber vor allem in härterer. Das heißt, die täglich konsumieren, hier durchschnittlich 18 Jahre, schauen auch 3-mal so häufig Sex mit Tieren, das heißt Frau mit Tier, also beide nicht so freiwillig, Sex mit Gewalt und 6-mal so häufig Kinderpornografie. Ja, das sind nicht Pädophile, sondern das sind überwiegend Jungs, aber auch die Zahl der Mädchen sind, die einfach den härteren, ultimativen Kick brauchen und häufig auch den Wunsch haben zur Umsetzung. Die täglichen Konsumenten sind 3-mal so häufig Täter von sexuellem Missbrauch an anderen Kindern, Minderjährigen, gegenüber den seltenen Konsumenten. Ein Thema, was immer noch tabuisiert und verschwiegen wird in dieser ganzen Debatte um Prävention von sexueller Gewalt. Ich will Sie jetzt nicht mit Studien langweilen, da können Sie vieles einfach auch nachlesen. Auf unserer Homepage haben wir einige auch kostenlose Downloads und Materialien. Nur ganz kurz, wichtig ist natürlich, ja, je häufiger Jugendliche Pornos schauen, hat es natürlich einen viel größeren Einfluss. Sie halten es für realistischer. Das Kopfkino geht auch offline weiter, das heißt, sie beschäftigen sich ständig gedanklich mit den sexuellen Inhalten und beziehen dann eben auch im Kopfkino die Nachbarin oder Mitschülerin mit ein. Umso mehr stimmen sie frauenfeindlichen Einstellungen zu, umso mehr halten sie Promiskuität für normal. Es ist eigentlich logisch, weil Sexobjekte sind immer austauschbar. Also ist es auch klar, dass es nicht mit Treue verknüpft ist. Und natürlich sind sie auch umso unzufriedener mit ihrer eigenen Sexualität. Wenn man die ganze Wirkungsforschung ganz grob zusammenfasst und auch die klinischen Erfahrungen, dann hat man immer wieder mit diesen 3 Bereichen zu tun. Pornokonsum fördert sexuelle Gewalt, gefährdet die Beziehungsfähigkeit und hat ein hohes Suchtpotenzial. Das ist noch wenig Thema bis jetzt. Was im Moment zutage kommt, sind die Spitzen des Eisbergs. Und das sind einerseits die Zunahme von Sexting, die Zunahme von Cyber-Grooming. Das hat allein in einem Jahr 34% zugenommen. Und vor allem junge Täter, Jugendliche oder junge Männer, die also sexuellen Missbrauch anbahnen über das Netz. Und Kinderpornografie. Hier alleine von 2018 bis 2019 sieht man die massive Steigerung von Tatverdächtigen, die unter 21 sind oder sogar noch jünger. Das ist eine massive Zunahme des Konsums von Kinderpornografie. Wir haben eben in der Studie gesehen, das kommt nicht einfach aus dem Nichts, sondern es fängt mit normalem Pornokonsum an und der braucht die Steigerung und dann irgendwann auch Kinder, die konsumiert werden, aber auch immer häufiger, dass es hergestellt wird, dass dann auf der Schultoilette oder eben Missbrauchsszenen auch selber gefilmt werden. Ja, jetzt ist es nicht nur, fördert Pornografie nicht nur Kinderpornografiekonsum und die Gewalt, die dafür eingesetzt wird, um es herzustellen, sondern
was überhaupt noch nicht im Bewusstsein ist, dass Kinder mit Pornos zu konfrontieren, ist selber eine Form von sexuellem Missbrauch, eine beliebte Täterstrategie, auf Kinder einzuwirken. Es ist selber eine Art von sexuellem Missbrauch. Und so aus der Erfahrung der Therapie habe ich so mit Betroffenen von sexueller Traumatisierung sind mir so diese Täterbotschaften deutlich geworden, die Täter einsetzen, um Kinder gefügig zu machen als Opfer. Das ist doch nur Sex, also ist doch ganz normal. Schau mal, das machen doch andere auch. Also ja, Pornografie, guck mal, kannst du nachmachen. Natürlich auch, das macht dir Lust, tolle Gefühle. Das heißt, das willst du doch selbst auch. Komm, ich zeig dir, wie Sex funktioniert. Und natürlich ist das auch dein oder unser Geheimnis. Genau diese Täterbotschaften, die wenden wir im Prinzip als Gesellschaft an, wenn wir wissen, wir lassen Kinder einfach ungeschützt los in die ganze riesige Rotlicht, also riesen Rotlichtmilieu im Netz. Wir lassen sie los, wir schauen weg. Man sagt, naja, ach, können die schon irgendwie mit umgehen oder die können doch Realität und Fiktion unterscheiden. Das heißt, wir setzen sie eigentlich diesem ganzen Rotlichtmilieu aus, wir unterstützen damit im Grunde als Gesellschaft durch dieses Wegschauen diese Botschaften. Das ist ganz normal, das machen andere auch. Also genau diese Botschaft kommt bei Kindern an, das machen auch andere auch. Und das macht dir Lust, das macht dir tolle Gefühle. Ich habe aus dem Grund, sage ich wirklich, das ist der größte Missbrauchsskandal unserer Gesellschaft, dass wir das hier, diesen großen unethischen Menschenversuch einfach laufen lassen und jetzt auch in einem Homeschooling ohne wirklichen technischen Schutz, ohne verbindliche Vorgabe. Ich habe deshalb eine Petition neulich gestartet. Da finden Sie auch noch mal mehr Infos und Links. Und gerne können Sie die auch unterstützen und weit streuen, weil sie nur im Schneeballsystem eine Chance hat. Es geht einerseits um die Forderungen für technischen und pädagogischen Schutz. Es geht aber auch darum, einfach zu sensibilisieren, dass alle, die diese Petition lesen, selber auch nochmal hingucken, was ist mit meinem Kind? Hat das einen Filter? Ist es allein im Netz? Und so weiter. Da wirklich nochmal hinzugucken. Ja, ich komme jetzt auf die psychischen Folgen für Kinder. Ja, schon gesagt, das ist eine Art sexueller Missbrauch, dass Kinder diesen Sachen ausgeliefert werden. Also Missbrauch ist es dann, wenn es ein Täter aktiv macht. Warum? Erstmal verletzt es natürlich ihre Grenzen. Es ist, ja, wenn ein Kollege einer Kollegin einen Pornos auf ihrem PC aufmachen würde, würde jeder sagen, klar ist das sexuelle Belästigung, was macht er da mit ihr? Ja, bei Kindern ist es alltäglich. Und es verletzt ihr Schamgefühl, weil Pornografie bedeutet, man schaut in die Intimität fremder Menschen rein. Das ist Voyeurismus, das verletzt erstmal ein Schamgefühl. Und die Kinder gewöhnen sich aber daran, dass diese Grenze zwischen intim und anonym, zwischen fremd und vertraut, dass es die Grenze dort nicht gibt. Sie schauen in die Intimität Fremder ran und sie sehen quasi den Exhibitionismus als etwas Normales an. Und so ist, das sind jetzt harmlose Bilder von den Social Media, aber was dort abgeht, was uns Mädchen berichten, was sie an sexueller Anmache erleben, aber auch wie viele sich über Social Media selber deutlich mehr noch als hier zeigen, sich präsentieren, weil eben diese Grenze verletzt ist, weil man einfach gewöhnt ist, dass man dieses Schamgefühl, dass diese Grenze wirklich zwischen vertraut und privat, die spürt man nicht, wenn man an seinem kleinen Kinderzimmer sitzt und sich ganz privat fühlt. Zum anderen, Pornos verändern die Wahrnehmung von sich selbst und anderen. Und das ist auch in Studien zeigt sich, dass Mädchen sich selbst als Sexobjekt wahrnehmen und immer mehr bieten sich tatsächlich auch an. Bieten Bilder von sich Männern an, lassen sich auf Vorformen der Prostitution ein. Da kommt eine richtige Welle auch auf uns zu. Und Jungs berichten immer wieder, sie richtig zwanghaft Mädchen taxieren und ausziehen. Und ein Betroffener, der dann ausgestiegen ist, der beschreibt es so: Wenn ich in einen Raum komme, scannen meine Augen sofort und unbewusst völlig automatisiert die Körperteile der anwesenden Frauen ab. Wer hat die besten Brüste, die besten Beine, den besten Po? Pornografie bleibt nie in den vier Wänden deines Zimmers. Es prägt deine Sicht von Beziehungen, von Frauen, macht sie zu Objekten.
Aber du merkst es nicht, du hältst es für normal. Ich habe mit 12 angefangen, Pornos zu schauen, mich auf diese Sicht auf Frauen gewöhnt. Über Pornos zu reden und welches Gewicht sie für dein Leben haben, ist so, als würde ein Fisch versuchen, über das Wasser zu reden. Ja, da wird ganz viel deutlich. Fisch im Wasser merkt Geist und gibt ihn. Das ist die Brille, die er nie auch abgesetzt hat. Er identifiziert sich damit. Und es ist eine Normalität geworden, dass man sich an sexuelle Stimulanzien gewöhnt hat, die immer Nachschub brauchen, die man immer wieder dann auch im Kopfkino und in der Wahrnehmung von Mädchen ständig wiederholt, aber es nie anders gelernt hat, wenn man so früh angefangen hat. Wie ein Fisch im Wasser. Ausgestiegen ist er aber dann, als er gemerkt hat, dass die Liebe zu seiner Freundin so nicht funktioniert. Und das ist ermutigend, dass immer mehr ganz junge Männer einfach merken, stimmt was nicht, so kann ich keine Beziehung leben, ich steige aus. Ja, das Dritte, diese erregenden Bilder, die brennen sich regelrecht ein, weil sie so stark eine biologische Belohnungswirkung haben und konditionieren Fantasien und Wünsche. Das beschreiben viele im Nachhinein, dass es ihre Fantasie regelrecht vergiftet hat und ihre Kindheit gestohlen hat und dass sie ohne Gewaltfantasien gar nicht mehr können. Ich denke, viele kennen so die psychologischen Lerngesetze, deshalb will ich das jetzt hier nicht ausführlich machen. Wir lernen am Modell, also durch Nachahmung, durch Verstärkung, alles, was starke positive Gefühle bewirkt, das wird wiederholt und auch das, was negative Gefühle wegmacht. Klassische Konditionierung heißt, wenn Sex und Gewalt ständig zusammen vorkommen in den Bildern, wird das im Gehirn fest miteinander verknüpft und jemand kann dann irgendwann gar nicht mehr sexuelle Erregung erleben, ohne dass Gewalt dabei ist, mindestens mal in der Fantasie. Und die Gewöhnung, systematische Desensibilisierung, man stumpft ab, man braucht was Härteres, es entsteht mit Toleranz und Empathieverlust. Ja, ganz wichtig, Pornos verwirren die Intuition. Das ist wirklich, ja, das geht wirklich jetzt ans Eingemachte, an die Identität, die eigene Intuition. Viele Eltern denken, naja, das ist doch eklig für mein Kind, also wird es ja auch nicht weiter konsumieren. Und denken, naja, das ist ja, das löst Schock, Ekel, Scham, Angst aus. Ja, das stimmt. Aber gleichzeitig Erregung, Lust, Adrenalinkick und Neugier. Und das Dumme ist, dass beides wird miteinander verkoppelt sozusagen. Es steht Ekellust, Angstlust, Gewaltlust. Und so beschreiben uns das eben viele. Es ist eklig und es macht mich trotzdem an. Es ist menschenverachtend, brutal. Und ich muss es mir trotzdem immer wieder einziehen. Ja, und hier geht es wirklich schon um Identität. Was empfinde ich? Was ist meine Intuition? Was in meine Wünsche, die da entstehen. Es geht wirklich um etwas, mit dem man sich dann immer mehr identifiziert und wo viele Mädchen, die mit 9 Jahren auf Sadomaso-Pornos gestoßen sind, die denken, ich stehe auf das, also als wenn es angeboren wären, weil sie einfach konditioniert sind. Also es stiehlt ihnen richtig eine eigene sexuelle Lerngeschichte. Und nicht nur das. Nicht nur das, weil Pornos sexualisieren nicht nur sexuelle, sondern auch nicht sexuelle Gefühle und Bedürfnisse. Und das liegt daran, dass Pornos fast alle zentralen Bedürfnisse anspricht. Lust, Leidenschaft, Lebendigkeit, ja, gerade jetzt im Lockdown, wo so wenig möglich ist, Abenteuer, Grenzerfahrungen, aber auch Bindungsbedürfnisse, dass die Illusion von Intimität, angenommen sein, Selbstwert, Autonomiebedürfnisse, das Gefühl, ich habe Allmacht, Kontrolle, kann er per Mausklick über die Praktiken entscheiden, ich kann aggressive Impulse dort ausleben und die typischen Suchtmechanismen, schmerzhafte Gefühle wegmachen, Spannung abbauen und so weiter. Also man kann sagen, Pornografie ist eine Art eierlegende Wollmilchsau, weil sie so viele Bedürfnisse gleichzeitig oder mal die ansprechen, aber natürlich nicht wirklich befriedigen kann. Aber was passiert? Zum einen, man hat eine sofortige Befriedigung und diese Gefühle werden nicht auf eine gesunde Art bewältigt, zum Beispiel Langeweile führt zu Kreativität, wenn man sie mal aushält, sondern man lernt, ich kann Wut und Aggression kann ich im harten Pornos ausleben. Langeweile, schnelle Stimulanzien über Pornos, das Bedürfnis nach Anerkennung, Sexbilder ins Netz stellen. Also ganz viele nicht sexuelle Bedürfnisse werden so sexualisiert und damit ich entfremdet inszeniert. Ja, da entsteht eine ganz starke Entfremdung von sich selbst, von der eigenen Identität. Und darum könnte man sagen, es ist
Das sind so laute, überstimulierte Stimuli, dass sie ganz starke Affekte auslösen, aber Emotion, da steckt was anderes drin, etwas, was mich wirklich bewegt, was mich was angeht, meine eigene Person, Emotion. Affekte sind lauter als Emotions. Reflex statt Resonanz, die zwischen zwei Personen, die sich lieben, entsteht Gier statt Genuss, Instantbefriedigung statt Freude aneinander und im Grunde steht die Pornoindustrie mit ihrem kommerziellen Angebot die eigene Entdeckungsreise von Heranwachsen zu Liebe und Sexualität. So entsteht keine Resonanz zwischen zwei Personen, wenn zwei Menschen sehr früh sich an Pornos gewöhnt haben. Und dabei ist natürlich entscheidend so dieses, welches Bild von Sexualität Pornos vermitteln. Manche sagen uns dann, naja, ich brauche ja Pornos, weil ich gerade keine Freundin habe. Welches Verständnis von Pornografie liegt dir zugrunde? Grunde heißt es, Sex ist Selbstbefriedigung mit austauschbaren Objekten, mit Pornos oder Partnerinnen oder Dates oder was auch immer. Und Pornotopia kann im Grunde wie kaum was anderes diesen narzisstischen Traum befriedigen. Mir steht alles zu, was ich will. Ich muss nichts investieren und nur meine Befriedigung zählt. Ich habe ein Recht auf alles, was ich will. Das heißt, Sex ist immer verfügbar. Ich kann mir alles nehmen, was ich will. Es gibt keine Grenzen, das Gefühl von Omnipotenz. Ich habe die totale Kontrolle, kann per Mausklick über Alter, Ethnie, Körpermaße entscheiden, muss aber nicht selber investieren, muss keine Empathie investieren. Und es fördert eine Kränk- und Reizbarkeit, weil ich nicht mehr Spannung lerne auszuhalten, was für eine Beziehung ja ganz zentral ist, Spannung auszuhalten. Und diese narzisstische Anspruchshaltung, die kriege ich dann in der Therapie, in unzähligen Fällen in der Partnerschaft auch mit. Dass Frauen sagen, er behandelt mich wie ein Brett, als hätte ich keine Gefühle oder es ist wie wenn er eine Schablone auf mich legt und sein Fantasiekino abspult, ich bin gar nicht gemeint oder ständig reizbar. Das fördert eine narzisstische Beziehung und Beziehungsgestaltung. Narzissmus ist im Prinzip das Gegenteil der Fähigkeit zu lieben, weil Liebe bedeutet, dass ich jemanden bitte und mich verdanke und Pornografie nimmt sich ja einfach, was es will und muss sich niemandem verdanken. Und Narzissmus kombiniert mit diesem es ist doch nur Sex, ist einer der Wegbereiter von dieser Art von sexuellem Missbrauch, wie er zunehmend unter Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen abläuft. Und ich habe dieses Bild von einer Patientin damals dann auch in der Prävention gezeigt. Ich gemerkt habe, dass viele dieses banalisierte Bild von ist doch nur Sex. Ist doch nur Sex und wir haben ein Recht darauf und deutlich gemacht, wenn es nur so ein körperlicher Trieb ist, so ein Sport, Spaß, Praktiken ausprobieren, Trophäen sammeln, dann würde sexueller Missbrauch nicht so viel Verwüstung anstellen in der gesamten Identität oder einen großen Teil davon. Also das, der innere Garten steht ja für die Persönlichkeit eines Menschen, wo ganz viele Dinge durch Missbrauch zerstört werden und wie man unten sieht, dann versucht wird, eigene Verteidigungsmauern aufzubauen, sich zu schützen durch Bulimie, Perfektionismus, Maske, Goldwaage, Zwänge. Ja, und wenn Sex nur ein körperlicher Trieb wäre, dann wäre es so wie Ohrfeige, tut mal weh, ist aber auch jetzt nicht weiter schlimm, oder ein Sturz vom Fahrrad oder etwas, was mal kurz wehtut, aber eigentlich keine solchen Spuren hinterlässt. Und da wurden selbst die obercoolen Jungs, die vorher gute Sprüche wurden, dann wirklich nachdenken und sagen, okay, da ist wohl auch doch mehr hinter. Das ist nicht nur ein körperlicher Sport. Und mir haben einige aus Wohngruppen mit sexuell straffälligen Jugendlichen erzählt, dass sie einfach mit diesem Bild, das ist auch bei Fit for Love drin, arbeiten, um einfach mit Jugendlichen ins Gespräch kommen. Es ist eben nicht nur Sex, was man sich da mal eben nimmt. Und gleichzeitig sind Mädchen in diesem Dilemma oft drin, dass sie Dinge mitmachen, die sie eklig, schmerzhaft, demütigend finden, Praktiken mitmachen, wo sie gesehen haben, die sind im Porno absoluter Standard und die Jungs erwarten das entsprechend, auch weil sie denken, das ist ja normal, das ist der Standard und die Mädchen machen das mit und sagen mir dann, ja, wenn wir es nicht mitmachen, dann sind wir doch selber schuld, wenn er sich eine andere sucht. Ja, auf dem Markt der Möglichkeiten, weil wir zu verklemmt sind, weil wir es nicht mitmachen. Und
was passiert da? Das ist im Grunde ein Riesendilemma zwischen Identität, was ist für mich stimmig, und einem Bindungswunsch. Dann bleibe ich ja alleine, weil alle Jungs fast Pornos gucken. Und da, dann hält er mich für Brüde oder dann verlässt er mich. Und dieses Dilemma wird im Grunde im Bereich der Sexualität ausgetragen. Es kostet aber das Gefühl von ja, identisch, übereinstimmen, was, mit was stimme ich ein. Und deshalb ist das Gerede von Einvernehmlichkeit ist schöne Theorie, wenn auf dem Spiel steht, ob man verlassen wird, ob er alleine bleibt oder einen Partner kriegt, dann ist es schön und gut mit der Einvernehmlichkeit, dann lassen sich Menschen auf das Mögliche ein, um doch diese Beziehung zu erhalten. Ja, ich komme nochmal zurück. Was ist eigentlich jetzt dieser giftige Apfel? Und warum durfte dieses Menschheitsexperiment so ungehindert ablaufen, ohne Widerstand eigentlich, völlig ungehindert? Zunächst nochmal, ein zentrales Gift ist ja die Botschaft, ist doch nur Sex und du hast ein Recht auf Sex. Sexualpädagogen nennen das dann auch Sexen, dass Kita-Kinder lernen, dass sie einfach Sexen. Da sind genau diese beiden Botschaften drin. Und du willst es noch. Also genau diese Botschaft ist auch in vielen sexualpädagogischen sogenannten Sex-Positiv-Programmen drin, ist du hast ein Recht auf Sex. Genau das ist aber die Botschaft, die sexuellen Grenzverletzungen vielfach zugrunde liegt. Zentrales Gift in diesem Apfel. Und Sexen passt auch zu dieser Verführung durch diese Hexe. Das andere ist aber diese ganze, ich würde sagen, wie gesagt, Missbrauchskandal unserer Gesellschaft, dass wir Kinder einfach massenhaft in Missachtung unserer eigenen Kinderjugendschutzgesetze Pornos ausliefern, ist nicht einfach nur so vom technischen Himmel gefallen. Digitalisierung, okay. Es wurde ja auch gezielt verharmlost. Und das ist wirklich das Mantra der sogenannten sexpositiven oder auch neoemanzipatorischen Sexualpädagogik, dass die kompetenten Kids und die Jugendlichen kompetent entscheiden können zwischen Realität und Fiktion, dass Pornos sogar nützlich sind für Jugendliche, und zwar als Lustquelle zur Selbstbefriedigung, zur Erregungssuche, zur Anregung für neue Ideen und zur Förderung der sexuellen Vielfalt. Also mit Pornografie wird von vielen ganz aktiv auch als nützlich angesehen, in Missachtung unserer eigenen Jugendschutzgesetze, § 184. Und es sind nur zwei Beispiele, diese Zitaten. Sie können die Pornowelten in einer förderlichen Weise nutzen oder als eine regelmäßige Form des sexuellen Lustgewinns, der in keiner Weise problematisch ist. Nun hängt die Bewertung dessen, ob Pornos harmlos, nützlich oder schädlich sind, hängt unmittelbar davon ab, welches Verständnis wir von Sexualität haben. Die Psychologie versteht Sexualität biopsychosozial. Das hat eine körperliche, eine psychische und eine Beziehungs- oder Bindungsdimension. Und die ist auch wissenschaftlich erwiesen, sowohl in der Bindungsforschung als auch Oxytocin, dieses Bindungshormon, was bei Sexualität ausgeschüttet wird und eine exklusive Verbundenheit mit einer einzigartigen Person auch fördert und verstärkt. Wenn man aber jetzt sagt, okay, Sexualität ist primär körperlicher Lustgewinn, Erregung und Befriedigung, die Position, die hier vertreten wird, dann ist natürlich konsequenterweise Pornografie auch nützlich, weil es genau das ja verstärkt, Erregung, Lust, Befriedigung, zumindest kurzfristig, langfristig nicht. Langfristig führt es zu pornoinduzierter Impotenz und Lustlosigkeit in der Partnerschaft. Und diese Vorstellung, Pornografie, also beziehungsweise Sexualität primär auf den Lustaspekt zu fokussieren, ist eines der Kernthesen und Postulate der neoemanzipatorischen Sexualpädagogik, die wir heute schon gehört haben. Ein Beispiel, diese vier Postulate, die bei den Leipziger 8 1997 in einer gemeinsamen Tagung von Helmut Kendler mit BZGA, Pro Familia, ISP, GSP und Kiel gemeinsam nochmal bestätigt wurden. Sexualität soll sich auf den Lustaspekt von Sexualität konzentrieren. Kinder sollen daran gefördert werden, diese Energiequelle Sexualität früh zu erkennen, erkunden und auszuleben.
Kinder handeln weitgehend autonom und selbstbestimmt. Das ist natürlich ein witziger Widerspruch zum vorangegangenen Satz, denn wenn sie autonom und selbstbestimmt sind, warum muss ich sie denn dann anleiten zur Masturbation und Doktorspielen? Wenn sie doch autonom ist, könnten wir sie ja einfach mal in Ruhe lassen. Aber hier geht es darum, dass man die Schutzbedürftigkeit und jede Form von Zensur oder von Schutz kritisiert. Als Altbacken oder als Moralpaniker hat Kentler und andere heterosexuelle Lobbyisten haben die Menschen, die für Kinderschutz eintreten, Moralpaniker genannt. Und dasselbe Wort gilt jetzt auch für mich und uns alle, die Kinder vor Porno schützen wollen. Moralpaniker. Und Sexualerziehung ist natürlich politische Erziehung. Ja, ich will das jetzt nur ganz kurz. Im Grunde ist es ja Sielerts Fortsetzung von Kentlers Ideen. Ich glaube, es ist vorhin auch schon ein bisschen in einem Vortrag von Christian Spähmann auch gekommen. Ich habe jetzt nicht alle sehen können. Aber entscheidend ist eben, dass man Erfahrungslernen vermittelt und hier wirklich ganz klar auch sexuelle Missbrauchsgesetze verletzt, indem man Kinder anleitet, an sich oder anderen Kindern sexuell aktiv zu werden. Das ist ein Tatbestand des sexuellen Missbrauchs. Und Sielert sagt selbst genau das, sie wollen alles das ausprobieren, was sie gezeigt bekommen, zum Beispiel in diesen Bilderbüchern gezeigt bekommen. Das wollen sie ausprobieren. Das ist Tatbestand des sexuellen Missbrauchs, Kinder dazu anzuregen, anzuleiten, an sich selbst oder anderen sexuell aktiv zu werden und sie durch entsprechende Bilder und Reden so zu beeinflussen. Und natürlich brauchen sie dafür auch andere Kinder, um möglichst unzensierte intimen Kontakt mit anderen Kindern aufzunehmen. Und dafür sind dann die nicht einsehbaren Kuschelhöhlen in Kindergärten gedacht, damit das auch schön im Geheimen stattfindet. Ja, vielleicht haben es einige wiedererkannt, es sind genau dieselben Täterbotschaften. Das ist doch nur Sex, das ist doch ganz normal. Schau in dem Bilderbuch, das machen die Kinder alle ganz normal. Zur Nachahmung animieren, ganz gezielt von Uwe Sielert. Schau, das macht dir tolle Gefühle, das macht dir Lust. Das heißt, du willst es doch selber. Komm, ich zeig dir, wie Sex funktioniert. Und natürlich ist es auch dein Geheimnis, dafür die nicht einsehbaren Kuschelhöhlen. Also genau diese Täterbotschaften kommen hier wieder zur Geltung, werden eingesetzt, um Kinder zu sexualisieren. Und bei den älteren Kindern dann geht es um Darstellung von Oral- und Analsex, Konfrontation mit Sexspielzeug, Fragen wie, wo könnte der Penis sonst noch stecken? Und nochmal stellen sich vor, sagt ein Kollege zu der Kollegin, das wäre eindeutig sexuelle Belästigung. Da würde es einen Aufschrei geben oder eine Anzeige geben, das würde man sich nicht gefallen lassen. Kinder werden dem ausgeliefert. Auch One-Night-Stands und Promiskuität werden ganz aktiv auch gefördert. Angeblich soll diese ganze Sexualpädagogik ja zur Freiheit von Werturteilen und zur Akzeptanz von allen Normen führen. Aber hier ist eine klare Wertung drin. Es gibt viele Klischees beim Thema Sex. Klischee, dass es Romantik braucht oder verliebt sein. Zum Glück dürfen Mädchen und Jungen sagen, wenn sie puren Sex eben ohne Romantik wollen. Also zum Glück dürfen sie einfach rammeln und sexen, so wie das durch Übersexualisierung und Pornografie auch schon geschieht. Zum Glück. Jetzt fragt man sich natürlich, warum will man das jetzt? Also ich meine, macht das jetzt irgendwen glücklich? Wer braucht das? Wieso sollen denn Teenager einfach rammeln und sexen? Warum nicht sich verlieben? Also wer hat da jetzt was von? Man fragt sich ja schon, welche Moral steckt denn dahinter? Wer will denn das jetzt eigentlich? Es sind ja jetzt nicht alles Täter, die das sagen, sondern welche, die vielleicht auch echt gute Anliegen haben und denken, das ist jetzt irgendwie Freiheit oder so. Man fragt sich, was ist das Ganze? Welche Moral steht dahinter? Und das ist ja nur einer der Punkte, den die Sexualpädagogik der Vielfalt als klare Ziele auch formuliert, ist die Vervielfältigung von Sexualitäten, Identitäten und Körpern, die Veruneindeutigung und die Verwirrung Jugendlicher und die Dekonstruktion von Polen wie Mann und Frau
wenn ich jetzt ein naives Kind wäre, würde ich jetzt denken, Moment mal, Dekonstruktion und Verwirrung ist ja eigentlich was mit kaputt machen. Also wem nützt denn das? Was soll denn das? Was ist die Moral dahinter? Natürlich sind da hochphilosophische, komplexe Theoriegebäude von Judith Butler und Foucault und Jacques Derrida und was nicht alles dahinter. Aber so jetzt Kinder sagen, wenn die, der Kaiser keine Kleider an, klingt das ja irgendwie ziemlich nach kaputt machen. In Wirklichkeit geht es ja darum, dass man einen neuen Menschen erschafft. Und das Interessante ist ja, dass diese Sexualpraktik der Vielfalt extrem erfolgreich ist. Der Marsch durch die Institutionen ist fast abgeschlossen. Der erste Punkt ist so wie durch. MWD und Gender-Sternchen ist breit akzeptiert. Das Diversity Mainstreaming, also das Mainstreaming, man will durch Gruppendruck die Mehrheit einfach in diese Richtung bringen, ist eigentlich auch geschafft. Polyamorie nimmt rasant zu unter in jungen Paaren, weil es einfach total in ist, poly zu leben. Also mega erfolgreich das Ganze. Und man fragt sich jetzt mal abgesehen von der Geschichte, die das hat, von all den verständlichen Bewegungen, 68er oder Antidiskriminierungsbewegungen und all dem, fragt man sich natürlich trotzdem, was ist eigentlich die Moral dahinter und was ist eigentlich die Wertehierarchie? Und ich habe einfach mal versucht, das ein bisschen die Logik dahinter so ein bisschen herauszuarbeiten. Das ist nicht in Stein gemeißelt, das ist nicht die Wahrheit oder so, sondern nur mein Versuch, ein bisschen die Logik in dem Ganzen, warum Pornografie so befürwortet wird und warum sind diese Werte hier so wichtig. Weil ich glaube, dass viele, die das auch vertreten, einfach mit in diesem, ja, dass vielleicht die innere Logik selber auch nicht so gutheißen würden, aber einfach so mit reingezogen wurden. Und kann man das hier sehen? Genau. Ich habe von dem Wirtschaftsethiker, wie heißt er, Jan Bolsinger, gelernt, dass Moral sozusagen die Wertehierarchie einer bestimmten Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit ist. Das heißt, es gibt grundlegende Werte und darauf aufbauen andere Werte, die für Priorität gehalten werden. Und dahinter nicht sichtbar ist das Menschenbild, dieser Stab da drin und unten drunter ist die Ethik, die bewertet, ob diese Moral denn sinnvoll ist. Ja, und ich habe mal versucht, so ein bisschen jetzt diese Wertehierarchie, die sowohl der Pornohaltung und dieser Sexualpädagogik, die in sich ein Stück logisch ist. Und zwar ist die unterste Ebene, das wurde ja klar so auch benannt von Silat, Kendler und anderen, ist Lustgewinn, Sexualität als Energie- und Lustquelle, die so früh wie möglich gefördert werden muss. Das heißt, Belohnung, sofortige Belohnung, positive Gefühle, gefällt mir, ohne Widerstände. Und es braucht eben dieses Zweite, die Widerstandslosigkeit. Man muss ja nicht, das ist ja nicht Belohnung für irgendetwas, wo man sich angestrengt hat oder kreativ war oder eigene Gedanken hatte, sondern einfach zack, sofort verfügbar. Jederzeit und ohne irgendwas einzusetzen. Widerstandslosigkeit. Philosophisch gesehen ein Positivismus, also ohne jede Anstrengung. Genauso ist ja Porno verfügbar, ohne dass man irgendwas investieren muss. Man hat das immer sofort. Das braucht aber dann die Verfügbarkeit von Sex, weil Sex ja nicht auf der Straße herumliegt, sondern an Menschen gekoppelt ist mit ihren eigenen Grenzen, ihrer Würde. Diese ständige Lustgewinn durch Sexualität ohne jeden Widerstand. Normal in einer Beziehung muss man erst kommunizieren, Empathie haben, jemanden kennenlernen, also einiges an Widerständen auch im Korb riskieren. Die Verfügbarkeit von Sex bedeutet natürlich, ich muss, ja, ich muss über Menschen auch verfügen und das braucht die Multi-Optionalität. Ich brauche eine Vielzahl von Sexobjekten im Internet. Aber auch der Trend zum Poly, jetzt letzte Woche Stand der Welt, Polyamorie ist eine geniale Möglichkeit, um
Bedürfnisse, die der eine Partner mir nicht gibt, dann bei einem anderen Partner zu erfüllen. Das heißt, ich muss eigentlich auf nichts verzichten. Ich habe eine Multi-Optionalität, die mir immer alle Möglichkeiten offen lässt. Also das ganze Polyamorie, Polygamie, Prostitution, Promiskuität, die ganzen Ps sind ja wesentlicher Bestandteil auch in der Sexualpraxis der Vielfalt. Ja, für die Multi-Optionalität, da gibt es aber das Problem, dass es so ein paar menschliche Gefühle gibt, die im Weg stehen, zum Beispiel Eifersucht. Und da gibt es halt den Begriff der Verhandlungsmoral, der da ganz wesentlich ist. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, der eine möchte gerne eine offene Beziehung, eine dritte Person noch dazu haben. Dem anderen tut es eigentlich ein bisschen weh, aber der möchte ein Kind und man handelt es aus. Okay, wir leben Polyamor, dafür kriegst du dein Kind. Oder der eine möchte unbedingt Analsex und der andere nicht, aber dafür Zärtlichkeit. Also tauscht man das, der eine kriegt das, der andere kriegt das und man handelt es miteinander aus. Natürlich auf Kosten von Stimmigkeit. Ja, wenn man Eifersucht hat und Polyamor lebt, dann geht ein Stück Identität, ein Stück Stimmigkeit raus. In der Pornografie ist ganz wesentlich der Zweck heiligt die Mittel. Es braucht viele unheilige Mittel. Es braucht Gewalt an Frauen, es braucht Sklavenhandel, es braucht Täuschung und Betrug der Partnerin oder des Partners, viele Lügen, um es zu verheimlichen und so weiter. Also gut ist, was mir gut tut, ist sozusagen hier die Moral dahinter. Ein wesentlicher Wert oder ja, Wert darin ist Autonomie. Autonomie ist natürlich was total Wichtiges. Autonomie und Selbstbestimmung bräuchten wir gerade sehr viel mehr Leute, die eigenständig auch denken können. Aber Autonomie ist nochmal immer in einem Balance, im Gleichgewicht mit Bindung. Und jede Beziehung braucht ein gutes Gleichgewicht zur Autonomie, zwischen Autonomie und Bindung. Wenn Autonomie absolut gesetzt wird, dann gibt es gewöhnlich Probleme in Beziehungen. Und Autonomie in der Pornografie heißt es, ich kann ja autonom mir alles nehmen, was ich will. Und Autonomie und Selbstbestimmung ist eben ja schon seit Helmut Kettler so ein ganz zentraler Wert. Ich bestimme alleine. Autonomie muss aber immer ein bisschen die Realität ausblenden, dass wir uns immer in jeder Hinsicht auch anderen Menschen verdanken. Ja, von Geburt durch eine Mutter bis den Laptop, den ich benutze, hat jemand hergestellt. Dass Autonomie muss immer ausblenden, dass wir in jeder Hinsicht uns anderen Menschen verdanken. Aber absolut gesetzte Autonomie verwirklicht sich immer durch Macht und Kontrolle. Und Pornografie ermöglicht ganz viel Macht und Kontrolle, aber geht oft auch in so einen Machtrausch hinein, dass man immer heftigere Dinge, die mit Unterwerfung, totaler Beherrschung zu tun hat. Und darum gibt es so viel Folterpornografie, so viel wirklich krasse, krasse Gewalt, wo das Gefühl von Machtrausch, von totaler Kontrolle bedient wird. Tu, was du willst, das sei das ganze Gesetz. Ist das Gesetz von Telemer von Aleister Crowley und das klingt so ganz harmlos, aber in der Therapie mit Frauen, die rituelle Gewalt erleben, auch in satanischen Kreisen, ist genau das. Es braucht dazu die anderen, die beherrscht werden, die total unterworfen und total beherrscht werden. Und ja, das kennt vielleicht manche die Geschichte von Nebukadnezar, der diese totale Verherrlichung seiner eigenen Macht dann schließlich zum Kind, zum Tier wurde. Man kann zum Biest werden, wenn man sich in dieser Steigerungslogik von immer mehr Macht und Kontrolle letztlich mitreißen lässt. Und weil Macht und Kontrolle auf dünnem Eis gebaut sind oder die Luft hier oben dünner wird, braucht es schließlich die Kränkbarkeit, um die eigene Ehre zu retten. Also
ja, je mächtiger jemand ist, die Diktatoren, umso kränkbarer sind sie und versuchen jede Kritik auszumerzen. Ertragen nicht, dass jemand sie kritisiert, obwohl sie schon so eine Machtfülle haben. Aber hier oben ist die Luft ganz dünn und nicht umsonst ist die ganze Identitätspolitik mit einer unglaublichen Kränkbarkeit verbunden. Wer ist besonders diskriminiert und Opfer und empört und es braucht hier die Kränkbarkeit, um die Deutungshoheit zu behalten, um andere Meinungen auszumerzen. Und die Identitätspolitik, inzwischen ist das ja auch ein bisschen in der Gesellschaft durchgedrungen, dass die auch mit relativ totalitären Mitteln versucht, andere Meinungen nicht zuzulassen. Und auch die Kritik an Pornografie wird von dieser Seite her eben auch recht drastisch auch abgewertet. Also dieser Turm bedeutet jetzt nicht, dass jemand, der vorne guckt, in diesem Turm ist. Das bedeutet es nicht, sondern es ist eine innere Steigerungslogik, die sozusagen sich entwickeln kann oder die in sich sozusagen wie dieser Turm glatt und rund ist und nichts mehr richtig so an sich ranlässt und aber auch wirklich oft nicht bewusst, sondern wo jemand sich drin aufhält und dann irgendwann vielleicht merkt, Mensch, also oft ist es so, dass die Partnerin merkt, ich habe in diesem Turm gar keinen Raum. Das ist alles eine narzisstische Selbstbefriedigung, wo ich überhaupt keinen Platz mehr habe. Und ein Motiv, aus diesem Turm auszusteigen, ist dann, wenn die Partnerschaft scheitert oder wenn jemand Impotenz entwickelt durch Pornokonsum oder wenn jemand merkt, eigentlich habe ich humanistische Werte und die passen eigentlich nicht zu dem, wo ich mich da an Gewaltrausch und Machtorgien in der Pornografie. Das passt eigentlich nicht zu mir. Ich habe eigentlich einen anderen Werteturm und nur in der Sexualität lebe ich diesen Turm. Jetzt könnte man eben fragen, was ist denn das Menschenbild dahinter? Also dieser Stab da drin. Und bei Pornografie ist es, glaube ich, ziemlich einfach und eindeutig. Das Menschenbild ist zutiefst materialistisch, weil es konsumorientiert und instrumentell danach fragt, wer und was nützt mir eigentlich? In der Vielfaltspädagogik von Silat und Co. ist es nicht so eindeutig, weil es ja erstmal auf tributologische Vorstellungen von Wilhelm Reich und auf neomarxistische und dekonstruktivistische Ideen zurückging und aufbaut. Aber die Grundlage des Wertesystems ist eben genau dieses sexuelle Lust als extrem grundlegende Eigenschaft, die schon bei Kindern gefördert werden muss, als die Lebensenergie, als das, wo alles andere drauf aufbaut. Und das Interessante ist, dass tatsächlich, obwohl eigentlich die Vielfaltsdoktrin ja nach außen auch mit der Fahne oder dem Namen der Gendergerechtigkeit und der Antidiskriminierung dahergeht, dass tatsächlich Gewaltpornos da immer wieder auch gerechtfertigt würden. Da wird dann pseudophilosophisch von der Aggressivität, Aggressionspotenzial in Pornografie geredet, wo sich auch was dran ist, aber nicht, es kann keine Sklaverei und Gewalt rechtfertigen. Oder Sadomasochismus ist ganz wesentlicher, normaler Teil auch der sexuellen Vielfalt der schon Heranwachsenden als Standard gezeigt wird. Und das Schweigen auch der Genderbeauftragten und der Vielfaltsdoktrin zu harter Pornografie spricht eigentlich Bände. Also seit 15 Jahren ungefähr befasse ich mich mit dem Thema Pornografie und erlebe von der Seite immer überwiegend eine Pro-Porno-Haltung. Ja, das ist einfach nur ein Denkangebot, um einfach zu gucken, okay, was sind das eigentlich für Werte, die verteidigt werden? Und ein Sexualpädagoge, der einen Vortrag auch pro Porno hielt, den habe ich nachher gefragt, was ist eigentlich sein Menschenbild und wie er dann Liebe versteht. Und dann sagte er, Liebe ist ein Konstrukt für schwache Menschen, die nicht autonom leben können. Das fand ich sehr konsequent eigentlich, diese Antwort. Ich glaube, ich muss jetzt von der Zeit irgendwie ein bisschen überspringen. Eine pluralistische Ethik hier drunter würde sagen, alles beliebig, okay. Und jeder wird nach seinem Fasson glücklich.
Der Dataismus wäre auch gut anschlussfähig, weil Big Data und die Algorithmen einfach auch ausrechnen können, welche Konsummuster bedient werden, um noch mehr Nachfrage zu erzielen. Aber Ethik muss ja nach dem Warum fragen und nach dem Wesen des Menschen. Also eine Ethik, die von der Anthropologie herkommt und die fragen muss, was brauchen eigentlich Kinder, um gesund aufzuwachsen? Wie können eigentlich Kinder ihre Persönlichkeit gesund entfalten und wie können sie liebesfähig werden? Das ist eine ganz andere Frage, wenn man so von der Anthropologie herkommt. Und im Grunde kann man diese Türme eben auch vergleichen mit einem Baum von den Wurzeln bis zu den Früchten her. Ja? Und die Ethik kann fragen, okay, welche Früchte bringen diese jeweiligen Türme hervor? Und genauso möchte ich eben auch fragen für einen Turm, wie könnte der aussehen, ein Werteturm, der fragt, wie wird ein Mensch eigentlich liebesfähig, auf welcher Grundlage und welcher Zielrichtung kann leidenschaftliche Liebe wachsen. Und ich denke, das Grundlegende ist erstmal die sichere Bindung, dass sowohl bei einem Kind, was geboren wird, als auch in der Liebesbeziehung, die entsteht, das grundlegende große Ja, ich bin für dich da, ich stehe zu dir. Und auf dieser Grundlage kann dieser Baum, der gesunde Baum, wachsen. Das sind erstmal die Wurzeln. Aber das große Ja, die Symbiose, die ganz am Anfang nach der Geburt, beim Stillen oder auch bei einem Verliebtsein da ist, die braucht auch das Nein, die Unverfügbarkeit des anderen. Der andere ist nicht meins, ist nicht etwas, worüber ich verfügen kann. Selbst in der Liebesbeziehung nicht, hat er seinen eigenen Raum, seinen eigenen inneren Garten. Und das ist total entscheidend, dieses Lernen auch bei sich zu sein, nicht verfügbar zu sein. Und so nach 25 Jahren Therapie merke ich, das ist eigentlich eines der ganz grundlegenden Dinge. Wenn Menschen nicht bei sich sein können, dann ist das eine Grundlage für alles Mögliche an Süchten und Ängsten und Beziehungsstörungen. Schon Bonhoeffer hat gesagt, wer nicht allein sein kann, der hüte sich vor der Gemeinschaft und umgekehrt auch. Wir müssen allein sein können, um auch unsere Intuition spüren, mit was bin ich eigentlich identisch, was passt eigentlich zu mir und was nicht, um eine eigene Werturteile zu finden, um resonanzfähig zu sein. Und auf dieser Grundlage entsteht Resonanzfähigkeit. Das heißt, ja, erst wenn ich Person bin, kann ich auch die Person im anderen wahrnehmen und erkennen und lieben. Kann eine wirkliche Begegnung stattfinden. Also dafür braucht es immer auch etwas Distanz, um den anderen wirklich wahrzunehmen, einen gewissen Zwischenraum und Resonanz. Person hängt auch mit Personare hindurch klingt zu tun. Also da klingt etwas, wenn jemand erstmal bei sich sein kann, nicht verfügbar ist und dann wirklich dem anderen auch begegnen kann. Ihn nicht vereinnahmt, nicht kontrolliert, nicht. Also viele Paarbeziehungen, viele Probleme haben auch damit zu tun, dass einfach man den anderen vereinnahmt, kontrolliert, keine Freiheit lässt und auch selber nicht wirklich bei sich ist, nicht mal in Ruhe alleine sein kann. Ja, und Sexualität hat natürlich ganz viel mit Resonanz zu tun, ist Begegnung, aufeinander einstimmen, wie diese Instrumente. Und da wir nicht gleich sind, sondern sehr unterschiedliche Meinungen, Bedürfnisse, Persönlichkeit haben, braucht es auch diese Spannungsfähigkeit, die Spannung auszuhalten, Zeit, Mühe zu investieren, das Nein des anderen auch, den Widerstand, Herausforderungen, Konflikte anzugehen. Also es braucht auch das Widerständige, das andere, um wirklich lieben zu können, das begrenzte Ich. Dass dem anderen, dem genauso unverfügbaren Du, gerade auch im Nein begegnen kann. Und Spannung auszuhalten ist auch ganz wesentliche Entwicklungsaufgabe, wie schon gesagt, in der Adoleszenz. Und Eros lebt
von Spannung zwischen Fremd und Vertraut, zwischen Nähe und Distanz, zwischen sichtbar und verhüllt, zwischen verschiedenen Persönlichkeiten, Geschlechtern, Bedürfnissen. Gerade Eros lebt genau von dieser Spannung und der Spannungsfähigkeit. Pornosucht sucht sich genau diese Abkürzung, dass man keine Spannung aushalten kann und es sofort bekommt. Ja, jetzt sind sozusagen alle Voraussetzungen da, um was Positives zu erleben, aber wir kriegen eine Fülle von Angeboten, von Filmen, von Möglichkeiten, von Optionen. Und es braucht auch die Fähigkeit zu unterscheiden, was ist denn von dem, was mir angeboten ist, was ist wahr, was ist schön, was fördert Wachstum oder was ist schädlich, was ist toxisches Wasser, welche Filme sind nicht gut für mich. Und ich brauche diese Unterscheidungsfähigkeit, was ist eigentlich klares Wasser oder was sind trübe Quellen. Was hat das mit Lieben zu tun? Zum einen hat Liebe niemals was mit Beliebigkeit zu tun, alles okay, sondern Liebe sagt nicht zu allem Jahren Amen, sondern schaut auch hin, sieht, wo Unrecht ist, wo Täuschung ist, wo Illusion ist, wo Betrug ist, unterscheidet. Und zum anderen heißt unterscheiden auch auswählen. Ich sage ja zu der einen Option und damit sage ich nein zu einer anderen. Das heißt, ich verzichte auch. Das ist also das Gegenteil von dieser Multi-Optionalität, die sich immer alles nehmen will und auf nichts verzichten kann. Und Unterscheidungsfähigkeit verwirklicht sich in der Verantwortungsübernahme für die Folgen. Ja, wir machen Fehler, wir wählen mal falsch, wir gehen mal einen falschen Weg, aber Integrität heißt, ich kann dazu stehen, ich kann Fehler zugeben, ich kann was in Ordnung bringen, verstehe mich als Liebende und schau auch hin. Also wirkliche Liebe schließt immer auch ein, die Liebe zur Wahrheit, integer zu sein, hinzugucken, nicht etwas nicht zu täuschen. Weil genau darauf letztlich die Frucht der Vertrauenswürdigkeit beruht. Vertrauenswürdigkeit ist die Grundlage, auch wirklich Intimität zu leben, sich wirklich aufeinander einzulassen. Und für mich ist ein schönes Bild das der Eiskunstlauf. Für Intimität, für Partnerschaft, weil auf dieser Basis von Vertrauen, man sich wirklich kennt, sich aufeinander eingestimmt hat, kann man sich wirklich erst einlassen und verletzlich machen. Sich mit allen Schwächen und Stärken zumuten und öffnen, gemeinsam üben. Und dafür braucht es eben genau das. Die beiden müssen erst jeder alleine auf den schmalen Kuchen laufen können. Wenn die nicht jeder alleine laufen kann, können sie sich auch nicht auf diesen Partners einlassen. Sie brauchen die Spannungsfähigkeit, die Verschiedenheit, um immer wieder aufeinander zu und voneinander wegzufahren. Sie brauchen viel Mühe, sich zu investieren in diesen Partners, immer wieder hinzufallen und aufzustehen. Und je mehr sie aufeinander eingestimmt sind und sich vertrauen können, umso mehr können sie auch probieren, neues Wagen, springen, Spaß haben und können auch Vorbild sein für andere. Ich schaue unglaublich gerne Eiskunstlauf zu. Ist so so stelle ich mir auch vor, wie Kinder zuschauen, wenn Erwachsene, wenn Eltern sich wirklich lieb haben. Also ich meine natürlich jetzt kein Sex, sondern sie einfach merken, wow, wie schauen die sich an? Wie gehen die miteinander um? Wenn sie sozusagen diesen Partnern zuschauen und Lust bekommen, hey, Liebe ist echt was Kostbares. Und auf dieser Grundlage entsteht Intimität, ich überspringe jetzt mal ein bisschen, und auch leidenschaftliche Liebe braucht auch Leidensfähigkeit, weil ich denke, jedem ist klar, dass der Lackmustest für Liebe ist auch, wenn auch Schmerz und Verzicht dabei ist, wenn der andere eine schwere Krankheit hat, wenn man verzichtet, wenn man Opfer bringt. Liebe ist nie glatt wie der andere Turm, er trägt immer auch Narben und Schmerz und kann verzichten, also in dieser gereiften sozusagen in den Baum Wurzeln wäre das eine der Früchte, dass die Liebe auch bereit ist, etwas zu tragen, sich verwundbar zu machen, auf was verzichten. Und gerade darin liegt auch ihre tiefste Schönheit und Größe und ihr Geheimnis. Und vielleicht wird deutlich, dass das ist ganz viel Wachstums
Potenzial ist, was Reife braucht, wo wir drin lernen, was nicht einfach da ist. Liebe muss gelernt werden ein ganzes Leben lang. Diese Tools sind zum Teil auch übrigens in Fit for Love drin, also Pfeil und Bogen oder Garten oder Feuer oder Wasser. Also einige dieser Tools, um zu verdeutlichen, Spannung aushalten und so weiter, sind in dem Buch drin. Genau, aber im Grunde wird nochmal deutlich, dass unsere Identität sehr viel mehr damit zu tun hat, wie wir lieben gelernt haben. Wie wir lieben, zeigt letztlich, wer wir sind, sagte Richard Rohr. Unsere Identität sehr viel damit zu tun hat, Liebesfähigkeit und nicht so sehr mit, ja, was weiß ich, welche sexuellen Vorlieben jemand hat. Das kann jeder haben, wie er will, aber das sagt, glaube ich, nicht so viel über die Identität eines Menschen an, ob er auf irgendeinem Fetisch steht oder sowas, aber ob jemand lieben kann, ob jemand integer ist, ob jemand vertrauenswürdig ist, ob jemand Spannung aushalten kann, ob jemand aus Liebe bereit ist, etwas nicht Opportunes zu machen, ob jemand aus Liebe bereit ist, auf was zu verzichten oder Opfer zu bringen, sagt viel, viel mehr über die Identität, über die Persönlichkeit eines Menschen aus. Ja, in dem Sinne möchte ich euch einfach ermutigen, dass ihr einfach mal selber guckt. Das ist jetzt ja, nur ein Denkangebot, wie ich gerade denke, wie diese zwei Türme, ach so, hier ist der andere Turm, aufgebaut sein können. Das kann auch ganz anders sein. Ich möchte euch ermutigen, dass jeder einfach für sich auch guckt, wie wäre mein Werteturm in Bezug auf, was verstehe ich unter Liebe oder in Bezug auf Erziehung, in Bezug auf die eigenen Kinder, was sind meine Erziehungsziele, wie ist der aufgebaut, was ist grundlegend und in was verwirklicht sich das, wie ein Baum von den Wurzeln bis zu den Früchten. Und vor allem möchte ich wirklich ermutigen, nochmal hinzugucken, auch ja, wie können wir Kinder davor schützen, dass sie in diesem anderen Turm aufwachsen, dass sie in diesem allglatten Turm, der von sexueller Lust ausgeht, aber letztlich keine guten Früchte bringt, wie können wir dafür sorgen, dass sie darin nicht alleine bleiben, weil Erwachsene es oft nicht mitkriegen, dass sie in diesem Porno-Turm mit 19, 11 Jahren oft schon drin sind, auch in den besten Familien. Wie können wir Kinder davor schützen? Genau, noch vielleicht kurz, wer weiteres dazu lesen will, es gibt so einiges Material, was wir auf unserer Homepage haben. Manches ist kostenlos als Download und manches auch zu erwerben. Zum Beispiel gibt es diese Jugendbroschüre, die einfach auch für Jugendliche diese Brücke baut, wie kann man mit ihnen über Pornografie reden. Und die ist so geschrieben, dass sie wirklich auch Jugendliche abholt, die ein völlig banalisiertes Verständnis von Sexualität haben. Also genau die, die es schon im Kopf fragen, ist doch nur Sex, habe ich ein Recht drauf, die so mit Pornos auch aufgewachsen sind, sie abholt und versucht ein Verständnis von, was ist eigentlich Sexualität, was steckt da noch drin. Genau, soweit erstmal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und für die Geduld und schönen Abend noch.